Alexander Gauland hatte gute Gründe, diesen Vorsitz nicht zu wollen. Er nannte sein Alter und seinen anderen Job als Chef einer unerfahrenen Bundestagsfraktion. Aber Herr Gauland, guten Abend. Dann wurden die Flieh- und Spaltkräfte doch so groß, dass Sie ran mussten. Guten Abend, Herr Kleber. Ich würde nicht von Flieh- und Spaltkräften sprechen, aber es war plötzlich ein Patt zwischen zwei Kandidaten, die in der Tat unterschiedlichen Lagern angehören. Und da war eine gewisse Gefahr für die Partei. Und deswegen habe ich mich von vielen Seiten überreden lassen, das zu machen. Da haben Sie völlig recht. Haben Sie, wie auch Herr Pasterski, der eigentlich der Favorit war für diesen Job, gelernt, wie die Partei tatsächlich ist, dass es nicht möglich ist, als jemand, der ein Realo ist wie er, gegen die völkisch-nationalen Kräfte in der AfD Karriere zu machen? Lieber Herr Kleber, das würde ich so gar nicht sehen. Das hat nichts mit völkisch-national und nicht mit Realo zu tun. Frau von Wittgenstein hat eine Rede gehalten, die an das Herz und an die Basis appelliert hat. Und mit einer solchen Rede, das ist bei uns in der Partei anders als bei anderen Parteien, können Sie plötzlich eine Stimmung drehen. Und da ist die Erfahrung eines Älteren dann nicht mehr so viel wert. Das hätte mir genauso passieren können. Das hat gar nicht so viel mit Flügeln zu tun, sondern mit dem Gefühl, dass die Basis hat, hier spricht einer unserer Sprachen. Frau Sein-Wittgenstein sagte zum Beispiel, nur im Nationalstaat kann Demokratie leben. Das war eine Spitze gegen die Europäische Union. Würden Sie das so unterschreiben? Der Satz stammt eigentlich von Herrn Dahrendorf und der ist ein Liberaler gewesen, der auch dasselbe gesagt hat, dass aber sich die einem Demokratie völlig anderen im Nationalstaat Kontext erfüllt. Nein, er hat bestimmt nicht gesagt, dass europäische Einigung undemokratisch sein muss. Darum ist es nicht gegangen, nur dass der Nationalstaat in der Tat das Gefäß für die Demokratie ist. Und das hat sie ausgedrückt. Da ist über die europäische Einigung, wie die aussehen soll und Europa der Vaterländer, ist ja gar nicht gesprochen worden. Sie haben gesagt, die Bürgerbewegungen gehören nun mal zum festen Stamm der AfD. Welche Bürgerbewegungen meinen Sie da? Ist das die identitäre Bewegung oder ist es die Pegida? Nein, das habe ich bestimmt nicht gemeint, Herr Kleber. Da gibt es die Bürgerbewegungen, die wir hatten, Merkel muss weg. Da gibt es die Bürgerbewegung gegen Windräder, gegen Massentierhaltung. Da gibt es Bewegungen, dass im Wald nicht weiter Windräder angepflanzt werden. Da gibt es viele Menschen, die unzufrieden sind. Nehmen Sie Brandenburg jetzt, wo eine Bürgerbewegung gegen die Kreisgebietsreform sich durchgesetzt hat. Und diese Bewegung habe ich gemeint. Und die AfD glaubt, dass sie all diese Bewegungen als Kraftquelle benutzen kann, von Massentierhaltung bis Kreisreform? Sie muss diese Bewegungen auch als Kraftquelle benutzen. Ich habe ja auch gesagt, sie ist im Parlament eine konservativ-liberale Reformpartei, aber sie darf diese Bürgerbewegung nicht vernachlässigen. Ich habe immer gesagt, dass es sozusagen zwei Wurzeln gibt oder zwei Füße, wie Sie das ausdrücken wollen. Und das habe ich nur erneut ausgedrückt. Bisher hat die AfD ihren Führungspersönlichkeiten immer wieder gezeigt, dass niemand zu stark werden darf. Das hat Herr Lucke gelernt, das hat Frau Petri gelernt. Wie lange wollen Sie diese einmalige Doppelmachtstellung behalten? Lieber Herr Kleber, das entscheidet die Partei und ich bin mir immer bewusst, dass bei uns die Basis, die Delegierten das Entscheidende sind. Ich habe nie mich für das Gesicht der Partei gehalten und glaube auch nicht, dass es ein Gesicht der Partei gibt und bin in der Frage bestimmt bescheiden genug, aber man kann natürlich auch Fehler machen. Einen guten Abend noch. Guten Abend, Herr Kleber.